12 ist es wieder, heute am Mittwoch, 1. April 2020. Und normalerweise 1. April, naja, wissen wir ja, was wir da machen, dass wir die Leute in den April schicken. Naja, dieses Jahr haben wir so nicht wirklich die Lust dazu, für solche Scherze zu machen. Ja, allgemein können wir es vielleicht machen, aber bitte nicht über das Thema Corona. Das ist einfach zu ernst, um sich darüber, um andere Leute damit irgendwie in eine Situation zu bringen, die vielleicht nicht so tolle ist. Thema Corona beschäftigt uns natürlich ganz klar bei diesem Wetter. Jetzt kommt ein bisschen mehr die Sonne raus, es wird ein bisschen wärmer, aber trotzdem ist es immer noch so saukalt, deshalb stehe ich noch dazu hier mit Stirnband und Schal, weil es mir einfach noch zu kalt ist. Aber jetzt um die Mittagszeit soll es ein bisschen wärmer werden. Diese zunehmenden Temperaturen, das gefällt auch den Motorradfahrern. Die fahren nämlich, haben jetzt ihre Huddel, ihr Bike, ihr Motorrad aus der Garage geholt und fahren schon mal kräftig durch die Gegend. Und deshalb hat uns die Polizei eine Mail geschickt, hat gemeint, Mensch, also Leute, verbreitet das mal irgendwie. Ist natürlich toll, dass die Leute raus mit ihrem Motorrad unterwegs sein wollen. Das ist ja verständlich. Nur die Rastplätze und die Parkplätze, die sind verboten, um sich dort aufzuhalten, weil die dann sagen, naja, also dann ist ja klar, dass die Biker sich dort ansammeln, versammeln und das ist ja verboten, das wissen wir, die Durchführungsverordnung, die dritte Corona-Durchführungsbekämpfungsverordnung. Also Leute, denkt dran, wenn ihr mit dem Bike unterwegs seid, bitte nicht im Rudel zusammen irgendwo parken. Ich habe gestern Abend zum Beispiel gesehen, dass die Polizei und Ordnungsbehörden die Parkplätze abgefahren ist und hat immer mal geguckt, wie es da ausschaut. Ja, was wollte ich sagen? Ja, hier doch mal Corona. Hier in der Region Kaiserslautern sind gut und gerne 350 Menschen im Bereich der Lebensmittelindustrie beschäftigt. Und die sind so langsam am Limit oder nicht nur langsam, also relativ weit eigentlich an ihrer Leistungsfähigkeit angelangt. Das sagt NGG. NGG ist eine Gewerkschaft, die für diesen Bereich zuständig ist. Die sagen also Leute, wir müssen irgendwie was überlegen. Wir arbeiten natürlich, damit wir alle hier die Regale immer nachgefüllt kriegen in den Supermärkten. Und manche Supermärkte haben jetzt auch schon kleine Schilder rausgehängt hier und gesagt, hey, wir suchen Aushilfskräfte, um unser Stammpersonal ein bisschen zu entlasten. Also, wenn ihr Lust und Laune habt, da mal ein bisschen tatkräftig anzupacken, schreibt euch doch mal dort die Nummer ab, was es ist. Ja, warum stehen wir heute hier mitten in der Stadt, hier am Fackelbrunnen hinter mir, die alte Barbarossa-Burg da drüben, denn der Kasimir-Saal, das kennt ihr ja, jeder Lautrer kennt dieses Bild logischerweise. Ja, und dieses Bild hat schon ganz viele Menschen vor uns natürlich auch interessiert und hat gefallen. Und viele Menschen haben daran Gefallen gefunden und deshalb haben sie es fotografiert. Jetzt macht die Pfalzbibliothek in dieser Zeit, versucht die sämtliche Fotobestände, die sie hat, wie die Pfalz früher einmal aussah, zu digitalisieren. Das macht sie jetzt oder hat es gerade damit angefangen. Das sind natürlich nicht nur Fotos dann hier von Kaiserslautern dabei, sondern eben auch aus der ganzen Pfalz. Wann denn diese dann zur Verfügung stehen, konnte man mir noch nicht sagen, aber ich bin sicher, auf der Webseite der Pfalzbibliothek ist das nachzulesen. Und dann kann man mal gucken, wie die Pfalz vor 100 Jahren ausgesehen hat. Was machen wir mit der Kultur? Natürlich heute Abend wieder hier in der Fruchthalle da drüben ist eine Live-Musik. Und ich darf auch noch mal hinweisen auf das erste Stand-Up-Music-Bleib-Daheim-Konzert der Kreismusikschule im Landkreis Kaiserslautern. Es hat gestern Abend, also am 31.03. Dienstag stattgefunden, 18 Uhr, im Livestream aus der Stadthalle vor leeren Rängen. Manfred Pfeiffer hat dort gespielt, knappe halbe Stunde, glaube ich, ungefähr war es. Kam einen tollen Zuspruch bei den Live-Zuschauern und auch in den Kommentaren. Es ist eine tolle Sache und das ist ja unser Nachbar und deshalb sagen wir halt natürlich auch morgen am 2. April findet dort das zweite
Stand-up-Music, Bleib-daheim-Konzert, das war immer noch ein riesiger Name. Wenn ihr Ideen dafür habt, wie man das anders nennen kann, dann bitte runter in die Kommentare. Also das findet morgen Abend in der Stadthalle Landstuhl, das zweite Konzert in dieser Reihe statt, auch wieder mit in der Zusammenarbeit der Kreismusikschule. Wenn ihr Lust und Laune habt, morgen Abend 18 Uhr pünktlich einschalten. Später gibt es auf Facebook via im Landkreis dazu nochmal eine detailliertere Ankündigung. Dann bleibt mir für heute zu sagen, es ist gleich 12 Uhr, dann war das hier 3:15 Uhr für heute Mittwoch, den April, 1. April. Bleibt gesund.